Stützpunkt Trainer U18. Bald kommen unsere neuen Übungen und Stay-at-Home-Challenges. Dafür habe ich für euch auch ein paar Übungen mit TheraBand vorbereitet. Für die Übungen braucht ihr ein kleines TheraBand, Miniband und ein normales langes Band. Falls ihr keine habt, könnt ihr gerne online bestellen. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und hoffentlich bis bald. Nick, und ich arbeite bei den Berlin Recycling Volleys für das Programm Profivereine machen Schule und außerdem in der Nachwuchsabteilung den SCC Juniors und bin dort für die jüngeren Talente zuständig. Zusammen möchten wir euch in dem Video ein paar Ideen geben, wie ihr euch in der nächsten Zeit weiterhin fit halten könnt. Denn wir lieben Sport! Wollen wir euch zu Ballertesten machen. Und dazu braucht ihr einen Ball. Und los geht's mit unserem Training. Wir starten mit einer Erwärmung, so wie ihr es gewohnt seid. Und dafür haben wir die Location gewechselt und sind hier in unserem Treppenhaus. Mit Action lauft ihr die Treppe hoch. Und runter lauft ihr ganz entspannt. So, Mika macht dann immer die Übung vor. Los geht's. Aber wie oft soll ich denn hochlaufen? Das ist eine sehr gute Frage und kommt natürlich darauf an. Erstens, wie viele Stufen habt ihr zur Verfügung? Zweitens, wie fit seid ihr? Am Ende sollte es immer so sein, dass es anstrengend war. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Also wieder, los geht's, die Treppe hoch. Und langsam wieder runter. Gut gemacht, nochmal bitte. Wie gesagt, zu Hause könnt ihr das auch öfter machen. Wir zeigen es euch immer zweimal, damit ihr wisst, wie die Übung geht. Als nächstes einfach die Treppe hochlaufen, nur dass ihr die Knie hochgibt. Also, Skippings, Kniehebelauf. Langsam runter, wieder runter. Zweites Mal. Zeigen, wie leicht und gut es geht, mit geschlossenen Beinen von Stufe zu Stufe hochspringen. Achtet darauf zu federn. Nochmal bitte. Bemerkt, ob ihr es richtig macht, je nachdem, wie laut es ist. Jetzt bin ich wieder dran. Als nächstes auf die Stufe und dann einfach schnell runter und schnell wieder hoch. Ja, es geht um unsere Kreativkräfte. Jetzt ist wieder Mika dran. Und zwar sollst du so schnell es geht nach oben sprinten. Idealerweise schafft er zwei Stufen auf einmal zu nehmen. Los geht's! Sehr gut. Toll gemacht. Das war's mit der Erwärmung.
weiter geht's mit den Übungen mit dem Ball. Ihr seht, wir haben die Location gewechselt und wann immer ihr die Chance habt, geht bitte raus, nutzt das schöne Wetter, atmet die frische Luft ein und genießt die Sonne. Wir zeigen euch gleich 10 Level, die ihr nachmachen könnt und schaffen sollt. Wenn ihr ein Level weiter wollt, dann müsst ihr es 5-mal schaffen. Idealerweise schafft ihr es sogar 2-mal hintereinander. Kommen wir zum Level Nummer 1. 2-mal pritschen und den Ball fangen. Wenn ihr sogar schon länger beim Volleyball seid, könnt ihr mehr als nur 2-mal pritschen, sondern auch 3-mal, 4-mal. Das hängt von dem ab, was ihr könnt. Was ist Level 2, Mika? Level 2 ist pritschen, klatschen, pritschen, fangen. Wir zeigen euch jede Übung 2-mal, damit ihr sie besser nachmachen könnt. Immer wenn ihr 2 Level geschafft habt, macht ihr etwas zur Beinarbeit. In der Halle würden wir normalerweise an eine Linie gehen. Wir haben leider keine. Deswegen nehmen wir jetzt diesen Besenstiel. Im Dreierrhythmus geht ihr über den vor und zurück. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und je schneller ihr das macht, desto besser ist es. Idealerweise schafft ihr es, das 30 Sekunden zu halten. Kommen wir zu Level Nummer 3. 2-mal baggern und den Ball fangen. Nächstes Level, das gleiche, nur mit einem Klatschen wieder. Ihr könnt natürlich auch als Zusatzbewegung über Kreuz anfersen. Wie ihr es macht, Hauptsache ihr seid kreativ, ihr könnt an diesen Leveln arbeiten und flexibel sein. Kommen wir zur nächsten Beinarbeit. Mika, bitte seitlich über die Linie springen. Sehr gut. Kommen wir zu Level Nummer 5. Ihr probiert mit dem Schreibarm den Ball einarmig nach 2-maligen Spielen zu fangen. Das ist bei Mika der rechte Arm. Sehr gut. Und das gleiche jetzt nur mit einem hier klatschen. Sehr schön. Kommen wir zur nächsten Beinarbeit. Ich nehme wieder die Linie. Und wir machen den Dreierrhythmus seitlich. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je schneller ihr es macht, desto besser ist es. Mittlerweile sind wir schon bei Level Nummer 7. Ihr probiert, Baggern und einarmiges Baggern miteinander zu verbinden. Also, Baggern, einarmig spielen, Baggern und ihr fangt den Ball. Nächstes Level, das gleiche, wieder mit einem Klatsch. Ihr seht, es wird immer schwieriger. Es wird schon immer schwerer. Ihr habt schon wieder 2 Level geschafft. Zeit für die Beinarbeit. Mika läuft in Uhrzeigersinn, Körperachse fixiert zur Kamera, 5-mal um den Ball.
Und jetzt ist er weg. So, wir sind mittlerweile schon bei Level Nummer 9. Wir verbinden alles miteinander und probieren Pritschen, Baggern, einarmig zu spielen. Der Rhythmus sollte sein: Pritschen, Baggern, einarmig, Baggern, Pritschen. Fang den Ball. Los geht's, Mika. Pritschen, Baggern, einarmig. Nochmal. Hey, geschafft, Großer. Warte. Wie oft müsstest du das schaffen, um den letzten Level zu machen? Zweimal hintereinander. Oder? Fünfmal. Ja? Also, Mika hat sein erstes Mal schon geschafft. Insgesamt sollte das Ganze fünfmal machen. Jetzt bin ich dran. Keine Ahnung, ob ich Level 10 schaffe. Mika, was ist die Aufgabe? Die Aufgabe ist das gleiche, was ich gemacht habe. Ja, mit einem Klatschen. Puh. So soll es sein. Yes, geschafft. Level 10. So, natürlich wisst ihr, um den Level 10 zu schaffen, müsste ich es zweimal hintereinander machen, insgesamt fünfmal. Das ersparen wir euch. Ihr sollt nur Ideen bekommen, wie ihr diese trainingsfreie Zeit sinnvoll nutzen könnt, damit ihr immer noch am Ball bleibt. Habt weiterhin Spaß, bleibt gesund und wir sehen uns. Ja, und wir sehen uns ist das richtige Stichwort. Es gibt ein neues Video demnächst. Diesmal ist es von Thorsten zum Thema Beinarbeit, Dehnen und Beweglichkeit. Bleibt uns treu, bleibt dem Volleyball gewogen. Wir sehen uns.